Yo meine Freunde, was geht ab euch? Ich bin hier am Start am Clash of Clans Freitag mit einem besonderen Video. Ihr wisst es genau. Heute reden wir nicht über, also ihr wisst genau, dass ein neues Update kam. Wir reden heute nicht über den Trophy Push und wir machen auch nichts weiter im Trophy Push heute. Das kommt dann Sonntag. Da muss ich euch gleich auch was zu sagen. Wir reden heute über dieses neue Update, inwiefern das uns beeinflusst. Und inwiefern das das weitere Spiel vielleicht auch für andere beeinflusst, aber auch hauptsächlich für uns. Was für eine Einleitung. Egal, wir lesen uns alles mal durch. Ich rede dazu, wie wir das auch bei den anderen Updates davor schon gemacht haben. Und kann ich ja sagen, was ich davon halte, ob ich das gut oder schlecht finde oder wie auch immer. Je nachdem, wie ich das mit Fastmax Rathaus 8 beurteilen kann. Da draußen gibt es weitaus erfahrene Spieler, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich in den letzten Monaten erreicht habe. Und mir ist Clash irgendwie sehr ans Herz gewachsen und ich glaube, das merkt ihr auch, wenn ihr so, ja, wir kommen gleich zum Update, keine Sorge, wenn ihr so die ersten Videos verfolgt, ich fand das sehr lustig. Ich fand es total nett von euch. In manchen Spielen, wenn man schlecht ist und Videos macht, dann sagen die, du bist schlecht, wieso machst du Videos, hör auf damit. Und in Clash war es so, ich wusste gar nichts. Ich wusste absolut gar nichts. Ich wusste nicht, was eine Farmbase ist, ich wusste nicht, was Farmen ist. Ich wusste nicht, wie man angreift, ich wusste gar nichts. Und ihr wart irgendwie total nett und habt mir in den Kommentaren geschrieben, du musst das machen und das ist das. Und mir geholfen und mir erklärt und dem Clan geholfen und bla und bla und bla. Und dann haben wir uns zusammen was aufgebaut und jetzt habe ich wenigstens, naja, nicht die meiste Ahnung, aber ich glaube schon ein bisschen mehr Ahnung als, auf jeden Fall mehr Ahnung als vorher. Aber es macht mir sehr viel Spaß und meistens trifft das zu, was ich auch denke. Deswegen reden wir einfach mal über dieses Update. Nein, nicht über die Errungenschaften. Hier müsste es sein, ja. Fangen wir am besten oben an. Wobei, ich fange auch gern unten an, aber das sollte kein Witz sein. Ich meinte das jetzt auf Clash und nicht auf irgendwas anderes bezogen. Vergessen wir das. Denkt nicht dran. Es ist gut, okay. Wir reden jetzt über dieses Update. Zauberstärke, was ist das überhaupt da oben? Clash kommen. Helsinki, Oktober 24.2015. Die Zeit wird langsam knapp. Wenn du deine Mitclasher aus der allerbesten ClashCon am 24. Oktober treffen willst, finde heraus, was wir in Helsinki für dich bereithalten. Leider bin ich dann nicht in Helsinki. Ich habe da gar keine Ferien mehr. Ich muss dann wieder zur Uni. Naja. Jetzt zum Update. Zauberstärke und Siegerbestimmungen im Clankrieg. Verbessert. Was? Ich habe eigentlich gedacht, die Überschrift heißt, oder die Überschrift passt dann dazu, was da kommt, aber jetzt kommt, na okay, doch, Zauberstärke, okay. Vergesst jetzt, was ich gesagt habe, ich bin da ein bisschen verwirrt. Verbesserte Blitz, Gift, Erdbeben und Frostzauber, steht da unten dann genauer erklärt. Blitzzauber auf Level 7 sowie 25 neue Mauerabschnitte bei Rathaus Level 10. Die Gesamtzerstörung entscheidet jetzt den Sieger. Wenn am Ende eines Clankriegs oder des Clankriegs ein Unentschieden besteht, gewinnt der Clan mit dem höchsten Zerstörungsanteil bei den besten Angriffen. Cool. Also, wir reden als allererstes mal über den Clankrieg, den Rest können wir uns danach angucken. Clankrieg, lustig, wir haben den letzten Clankrieg sogar zu unentschieden gewonnen und wir hätten verloren. Oh Gott. Wir haben unentschieden gemacht, was zählt das als so ein Mistkerl. Das zählt jetzt als Niederlage? Nicht euer Ernst, das war vor dem Update, das war wirklich vor diesem Update. Das zählt jetzt. Das zählt als Niederlage. Das ist fies. Das ist sehr frech. Wir haben leider nur verloren, weil zwei aus dem Team nicht angegriffen haben. Wo ist es? Hier. Zwei haben nicht angegriffen. Das ist so ärgerlich. Wir waren nur zu zehnt und zwei haben nicht angegriffen. Deswegen sind die leider dann rausgeflogen. Ärgerlich haben wir dann eine Niederlage. Aber ich finde es gut. Jeder hasst unentschieden. Das ist so dämlich da ist. Ich finde die Funktion auf jeden Fall besser. Natürlich kann dann sowas wie jetzt passieren, dass man eine Niederlage bekommt,
Aber ich meine, ein Unentschieden bringt nicht mehr als eine Niederlage. Und dann hat wenigstens einer von beiden die Chance auf einen Sieg, bekommt mehr Belohnung und bekommt die Zahl in seinem Clan-Dingsbums-Info, in seiner Clan-Info stehen, dass man mehr gewonnene Kriege hat. Also finde ich auf jeden Fall, der dritte Punkt hier bei Abschnitt 1 ist auf jeden Fall positiv, wenn ich das so sagen kann. So, Blitzzauber auf Level 7 betrifft uns gar nicht. Also ab Rathaus Level 10 kann man jetzt den Blitzzauber auf Level 7 aufwerten und ab Rathaus 9 glaube ich schon auf 6. Plus 25 neue Mauern. Ich kann natürlich nicht viel zu Rathaus Level 10 sagen, weil ich bin davon noch ein bisschen entfernt. Aber so was ich mir jetzt denke oder von den YouTubern, die ich jetzt auf... Von den YouTubern, die ich verfolge, die alle Rathaus 10 sind, die englischen Typen da, da bekomme ich ja mit, was die davon halten und dann kann ich ja auch denken, was ich davon halte. Also, es wurde ja schon beim letzten Update groß über Rathaus Level 11 spekuliert und dann haben viele gesagt, das wird viel zu voll. Und ich muss sagen, es wird wirklich voll. Wir gehen mal auf die zu den besten Spielen ab in Smoke Pie. Und die Karte, beziehungsweise die Map ist relativ voll. Man hat zwar an der Seite noch ein bisschen freie Fläche, aber irgendwie muss man ja auch mit der Base spielen können, dass, wie er hier gemacht hat, da so zwischendurch freie Flächen drin sind. Und wenn jetzt Rathaus 11 kommen würde, wird es einfach noch voller auf der Karte. Und dann haben viele gesagt, wenn Rathaus Level 11 kommen sollte, müssen die irgendwie die Map größer machen oder irgendwas anderes. Und jetzt kommen schon 25 neue Mauerabschnitte dazu. Ich weiß nicht. Es wird voller, man kann spekulieren. Auf jeden Fall wird es einen großen, nicht die größte, aber schon eine größere Spielveränderung sein für Rathaus Level 10er. Es gibt komplett neue Base Layouts. 25 Mauern sind schon viel. Und man kann natürlich wieder mehr Loot ausgeben und Mauern aufwerten. Naja, zu den Zaubern kommen wir jetzt hier unten und ich glaube, mehr sieht man hier nicht. Deswegen möchte ich ganz kurz, wieso sind wir überhaupt hier rausgegangen? Wir besuchen ihn jetzt nochmal. Wir besuchen einfach mal einen anderen, dann sehen wir mal, wie der seine Base gebaut hat. Interessant, das sind die 25 neuen Mauern und ein ganz, ganz, ganz tolles Feature. Die Mauern sehen jetzt anders aus. Die Level 11er Mauern passen jetzt wirklich zum Rathaus Level 10. Also so Lava-mäßig würde ich sagen. Die sehen, jeder hat einen anderen Geschmack, muss ich sagen. Also jeder hat wirklich einen anderen Geschmack. Aber ich muss sagen, die gefallen mir 100.000 Mal besser als diese blauen leuchtenden Mauern, die irgendwie gar nicht zu diesem Rot, Lava-Rot passen. Es passte irgendwie gar nichts. Seht ihr, X-Bows sind rot, Inferno-Türme sind rot. Die Kanonen sind rot. Dann an den Luftabwehren ist da oben wenigstens so bräunliches Rot-Braun. Es ist immer so ein Mix aus Rot-Braun, Schwarz. Und hier beim Bogiturm auch ist zwar so ein bisschen, naja, wie soll man es bezeichnen, ist so hellbraun, leicht Orange-Touch. Alle Gebäude passen wirklich zusammen, auch der Luftfeger. Natürlich nicht das Dunkle und die Magiertürme. Aber ihr wisst, was ich meine. Das passt viel, viel besser und gefällt mir auch. Vorher wollte ich nie Elver Mauern, jetzt möchte ich Elver Mauern. Auch wenn es noch ewig dauern wird, aber es kommt irgendwann. Es kommt irgendwann. Dann gibt es bestimmt schon 12er Mauern. Naja, also bevor ich es vergesse, also wir kommen gleich zum Update zurück. Zwei Sachen davor. Eins hat sogar mit dem Update zu tun und eins hat mit Sonntag zu tun. Sonntag machen wir weiter beim Trophy Push. Und dann werde ich ein bisschen angreifen am Stück und dazwischen natürlich reden. Ihr könnt euch jetzt in den Kommentaren aussuchen, worüber ich reden soll. Habt ihr irgendeinen besonderen Wunsch oder einen Vorschlag? Soll ich irgendwas erzählen? Mir fällt bestimmt irgendwas ein. Ansonsten gehe ich auf Themen von euch ein oder ich beantworte Fragen von euch. Also könnt ihr mir gerne in die Kommentare stellen. Also wird mir auf jeden Fall helfen, sonst denke ich mir irgendwas aus. Das wird dann spontan werden und vielleicht ein bisschen merkwürdig. Deswegen wäre es sinnvoller, wenn ihr vielleicht eine Frage stellt oder ein Thema vorgibt oder sowas. Kommen wir zurück, wir kommen zurück zum Update, aber vorher was. Das ist natürlich ein Mini-Update. Es ist größer als ein kleiner Patch, aber es ist eher so ein kleines Update und sie haben gesagt, das ist nur so der Vorgeschmack auf etwas ganz Großes und ich bin sehr gespannt und ich denke, es wird ein großes Update kommen,
mit vielleicht, ich habe keine Ahnung, vielleicht mit Rathaus Level 11. Vielleicht. Und ich denke, dieses Update wird gegen Ende Oktober kommen, so um die Halloween-Zeit. Also es war, ich habe noch nie Halloween gespielt, also ich habe im Dezember angefangen. Und ich weiß, dass davor im Jahr Halloween gab. Und deswegen denke ich, dass Halloween auf jeden Fall ein Update kommt. Vielleicht kommt Halloween nur so ein kleiner Patch, dass es so Halloween-mäßig aussieht. Aber vielleicht kommt dann auch schon direkt das dicke Update. Oder das große Update kommt Weihnachten. Eins von beiden. Also es ist ja gar nicht mehr so lang hin. Und ich freue mich irgendwie auf Halloween. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich bin eher der Wintertyp. Wobei, ich mag auch Sommer, aber ich freue mich sehr auf den Winter. Egal, kommen wir zurück zum Update. Wir wollen ja nicht zu weit vom Thema abweichen, wie immer. Überarbeitete Zauber mit angepasster Stärke. Blitzzauber. Der Blitzzauber auf Level 7 verwüstet sowohl Gebäude als auch Truppen. Mehr Schaden durch Blitzzauber auf Level 5 und 6. Blitzzauber schlagen jetzt enger zusammen ein und verfehlen nicht mehr so leicht. Ihr habt bestimmt auch schon diese Sneak Peeks gesehen, die habe ich dann natürlich nicht. Ich bin ja nicht mit, keine Ahnung, Supercell kennt mich ja jetzt nicht und kann mir die Szenen bzw. die Gameplays schicken. Deswegen kann ich da nur reden, was ich davon halte. Da hat man gesehen, wie der Blitzzauber jetzt enger zusammenschlägt. Ich meine, einer von den Blitzen ist weiterhin außen und die anderen sind alle so zentral. Und der Schaden war auch ziemlich gut. Da hat man gesehen, wie oft man Blitz einsetzen muss, um das und das Gebäude auf der höchsten Stufe zu besiegen. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut die euch mal an, bei Nick oder so. Giftzauber. Truppen in einer Giftwolke nehmen zuerst weniger Schaden, der sich aber mit der Zeit immer mehr verstärkt. Das hat einen großen Effekt, wenn man doof ist, beziehungsweise wenn man nicht damit gut umgehen kann. Normalerweise war es so, man setzt den auf die Truppen und dann sind die da drin und verlieren dann, ich glaube, gleichmäßig mit der Zeit HP. Jetzt ist es allerdings so, dass es wie so eine Kurve ist. Also ihr müsst euch jetzt eine Kurve vorstellen, die von unten einfach so nach oben geht. Denkt einfach an Mathematik in der Schule. Und je länger die Truppen in diesem Radius drin sind oder in diesem Kreis, in diesem Gift, in diesem Giftzauber, desto mehr Schaden bekommen die. Und wenn ihr natürlich während des Angriffs das macht, und also ich meine jetzt, ich rede jetzt nicht im Clankrieg, sondern so beim Farmen und dann die Loons oder Magier rauskommen und ihr setzt dann den Giftzauber ein bisschen hektisch und dann gehen eure Bogis und Barbaren nach links und nach rechts und dann laufen die Magier denen hinterher und dann ist der Gift, sind die vielleicht schon aus dem Giftzauber raus und haben viel, 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 viel weniger Schaden als vorher genommen. Das könnte problematisch sein, also sollte man wirklich die schnell locken und dann den Giftzauber setzen. Und ich muss sagen, der Giftzauber ist durch den ersten Punkt, wir haben noch nicht über die zwei anderen Punkte gesprochen, also keine Sorge, ist durch den ersten Punkt schlechter geworden, weil das kostet jetzt auf jeden Fall mehr Zeit. Ihr müsst abwarten, bis die Truppen gestorben sind. Vorher sind sie auf jeden Fall eher gestorben. Aber jetzt kommen wir zu den anderen Punkten. Der Schaden durch Giftzauber wurde stark erhöht und hält nach dem Abklingen des Zaubers an. Dadurch wurde er wieder verstärkt. Deswegen, dadurch, dass Punkt 2 den Giftzauber besser macht, sollte er nicht zu überpowered werden und wurde durch Punkt 1 jetzt hier verschlechtert. Das heißt, ich muss sagen, er bleibt nicht gleich, ich würde sogar sagen, er wird ein Tick besser, weil der Schaden wird zwar stärker, das merkt man jetzt nicht so unbedingt, glaube ich, also es fällt nicht direkt auf, weil das ja mit der Zeit dann eher höher wird und ihr dann länger warten müsst als vorher wahrscheinlich, aber falls die Leute aus dem Giftzauber rauslaufen, wie eben auch schon erwähnt, bekommen sie trotzdem noch Schaden, also die sind dann quasi, wie kann ich das erklären? Man tritt in eine Pfütze, also stellt euch mal so ein Spiel vor, man tritt in eine Pfütze und wenn das Spiel das dann macht, dann hat man weiterhin noch so eine Wasserspur hinter einem und die wird dann immer geringer, je weiter man wegläuft. Und so ist das dann auch ähnlich, deswegen, ja, es ist so ein Ausgleich, würde ich sagen. Punkt 3, Giftzauber reduzieren jetzt außerdem die Angriffsgeschwindigkeit verteidigender Truppen. Noch ein positiver Punkt, deswegen können wir Punkt 1, dass wenn Leute doof sind und die Leute rausrennen, ein bisschen reduzieren,
sofern sie nicht nur eine Sekunde in dem Giftzauber drin sind und direkt weglaufen. Also, wenn... Man kann nicht allzu viel falsch machen, außer die rennen direkt raus. Ansonsten werden die Truppen langsamer und bekommen trotzdem noch Schaden, auch wenn sie nicht dauerhaft drin sind. Deswegen Giftzauber, ich liebe übrigens sowieso den Giftzauber, immer dabei haben sollte man immer. Für Clan-Truppen ist sehr wichtig, auch beim Farmen, immer. Der kostet ja fast nichts an Dunklem, deswegen immer Giftzauber mitnehmen. Ich finde ihn auf jeden Fall besser als vorher. Er ist anders spielbar, aber mir gefällt er, mir gefällt die Neuerung. So, Erdbebenzauber habe ich persönlich noch nie eingesetzt, aber ist ja jetzt sehr, sehr, sehr beliebt in Clankriegsangriffen, dass man damit die Mauern kaputt macht, anstatt mit Jumpspells und dem Kram. Erdbebenzauber fügen jetzt viel mehr Schaden zu, ungeachtet der aktuellen TP eines Gebäudes. Ich bin da. Ach, ich lese doch nur Vorspiel. Das Spiel will mich ärgern. Wiederholte Erdbebenzauber verursachen bei denselben Gebäuden jetzt weniger Schaden. 4 Erdbebenzauber zerstören auch weiterhin jede Mauer. Ich kann dazu nicht wirklich was sagen, weil ich mich damit nicht auskenne. Deswegen überlasse ich da euch dem Urteil, ob ihr das besser oder schlechter findet. Ist wahrscheinlich Sinn dahinter. Also trotzdem mit den 4 Erdbebenzaubern jede Mauer, das ist am wichtigsten. Der Rest ist, glaube ich, eher, naja, vielleicht ein bisschen mehr Prozente beim Gebäude und vielleicht ein bisschen weniger, wenn es das gleich, keine Ahnung. Nicht so ganz, was ich weiß. Da könnt ihr mehr drüber reden. So, Frost, Spielbalance. Frostzauber haben jetzt auch eine Auswirkung auf verteidigende Lufteinheiten. Finde ich gut und ist auch sinnvoll. Ich wusste gar nicht vorher, dass das nicht, dass die nicht betroffen waren. Wusste ich nicht, habe ich viel zu selten gesehen. Beziehungsweise ich habe nicht drauf geachtet, ich habe immer gesehen, wie die dann Infernus gefreezed haben, aber ich habe nie gesehen, ob dann die Clan-Truppen da auch drin waren oder ob die schon tot waren. Meistens waren die schon tot, wenn ihr den Freeze einsetzen, aber naja, mal sehen. Lava-Hunde können Lufteinheiten nicht mehr angreifen. Große Veränderung, muss ich sagen. Ich habe zwar noch nie persönlich gegen einen Lava-Hund gekämpft, aber ich glaube, durch dieses Update, beziehungsweise durch diese Neuerung ist der Lava-Hund nicht mehr so OP wie vorher in einer Clanburg. Lava-Hunde waren oder sind sehr hässlich in der Clanburg, wenn sie sterben, explodieren sie und dann kommen Lava-Pups raus und die sind auch noch nervig. Das heißt, Lava-Hunde sind sehr gefährlich in der Clanburg. Jetzt, wenn man mit Lava-Lunien oder sowas angreift, kommen die gar nicht mehr raus, oder? Ich glaube, die kommen dann nur noch raus, um dann den King und die Queen anzugreifen. Aber der kann dann nicht mehr den Loons und den Minions Schaden zufügen, so verstehe ich das jedenfalls. Ja, kann keine Lufteinheiten angreifen, okay. Vielleicht kann man das hier so geschickt regeln, dass man zuerst Lava-Lunien einsetzt, ohne King und Queen. Dann räumt man bis zum Rathaus auf, habe ich schon öfter gesehen. Dann ist die Clanburg auch manchmal schon kaputt. Und dann kann King und Queen kommen und die Lava und konnte gar nicht rausgehen. Kann ja sein. Angreifende Truppen beginnen den Kampf jetzt aus einer größeren Entfernung. Angreifende Truppen, das ist mir ganz neu, das wusste ich gar nicht. Angreifende Truppen, also wir sind jetzt angreifende Truppen, verteidigende Truppen sind dann die aus der Clanburg, beginnen den Kampf jetzt aus einer größeren Entfernung. Heißt das, wir beginnen dann, wenn wir jetzt hier welche setzen, sind die ein Stück weiter hinten oder so? Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Wenn ihr wisst, was das bedeutet, schreibt es mir, dann weiß ich das, da wäre ich euch sehr dankbar drüber. Beziehungsweise ich, ja, kann man das so sagen? Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Nummer 3 oder Nummer 4, wir können noch nicht mal zählen. Der allerletzte Punkt und dann können wir ein Fazit ziehen. 4 Titanen liegen 3 und 2 sind im Laden jetzt Schilde für eine Woche erhältlich. Okay. Schön für die Pusher, die dann mal chillen wollen und Schilde kaufen. Schilde für eine Woche, Schild für 2 Tage und dann für Titanen liegen. Sind dann extra Schilde oder? Keine Ahnung. Egal. Naja, das war jetzt dieses Update. Wie gesagt, es ist eher ein kleineres. Und wenn dann Rathaus 11, oder es kommt dann bald ein größeres, je nachdem, was denn da drin ist. Vielleicht Rathaus 11. Es wird so viel spekuliert, ich habe keine Ahnung. Aber ich muss sagen, ich finde das Update gut. Ist auf jeden Fall schönes Spielbalancing und ich finde es nur vernünftig. Ich glaube, ich finde nichts Schlechtes hier in diesem Update.
Lava-Hunde betreffen mich jetzt nicht wirklich, vielleicht ärgern sich da manche drüber, aber wenn ihr mich fragt, ich finde, mit diesem Giftzauber sind Hexen total unsinnig in der Clanburg, außer natürlich jetzt bei der Dev, also so, wenn man normal am Farmen ist und nicht am Pushen und nicht in Clan kriegen, sind Hexen in der Clanburg leider unsinnig, also zur Verteidigung. Magier auch relativ, außer der Typ ist zu doof, hat keinen Giftzauber dabei, ihr wisst, was ich meine. Viel stärker sind Loon plus Drache. Max Drache plus Max Loon sind einfach stark, sind wirklich sehr stark. Und Lava-Hunde werden dann dadurch wahrscheinlich ein bisschen schlechter. Und Loon plus Drache wird wahrscheinlich das meiste, was noch in der Clanburg drin sein wird. Denke ich, sofern ich mir das vorstellen kann. Naja, ich finde es trotzdem gut und vor allem liebe ich diese neuen Mauern, auch wenn wir noch Jahre davon entfernt sind, aber man kann ja träumen. Wir gucken uns zum Abschluss nochmal. Wen gucken wir uns denn an? Können wir uns irgendeinen besonderen? Wir waren immer bei Aquaria. Ich weiß noch nicht mal, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist, aber ich glaube ein Junge, aber eigentlich, wenn man vom Namen ausgehen würde, mit dem A am Ende, würde ich ja auf ein Mädchen tippen, aber ich glaube eher auf einen Jungen. Keine Ahnung, wenn ihr wisst, ob Aquario Junge oder männlich oder weiblich ist, schreibt mir. Hier ist eine schöne Juwelenkiste, dann sagt mir es auch. Ihr müsst so viel in die Kommentare schreiben. Sonnenblumenbeet, Rathaus Level C, können wir auch mal nichts anklicken, geht das ja. Die Mauern sind sehr schön, keine Ahnung, was das hier in der Mitte soll. Wahrscheinlich laufen dann die Truppen da so außen rum und dann sind da Fallen. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung von Rathaus Level 10 an Basis. Da sind wir noch meilenweit von entfernt. Aber naja. Ihr habt genug, was ihr in die Kommentare schreiben müsst. Schreibt mir. Ich sag's jetzt nochmal zum Abschluss. Schreibt mir als allererstes, worüber soll ich Sonntag erzählen in dem Video? Habt ihr Themen? Habt ihr Fragen? Nummer 2, erklärt mir diesen einen Punkt mit dem Truppen greifen weiter von außen an. Ob ich da recht habe mit, dass die einfach weiter hinten droppen. Und Punkt 3, was haltet ihr allgemein von dem Update? Würde mich interessieren. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Der Anfang war deutlich merkwürdiger, als ich es mir gewünscht habe. Aber naja. Und wir sehen uns dann Sonntag im nächsten Clash-Video wieder. Oder dann nächste Woche Montag oder Freitag oder dann wieder Sonntag. Ich hoffe, euch geht's gut. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.